Diese Restauration wird verwendet, wenn zwei oder mehr benachbarte Zähne fehlen. Implantate werden anstelle aller fehlenden Zähne gesetzt. Abhängig vom Ort der Implantation können die Implantate in einem leichten Winkel gesetzt werden, um so viel verfügbaren Knochen wie möglich zu nutzen. Je nach Knochenqualität lässt man die Implantate einige Wochen bis hin zu einigen Monaten einheilen. Nach der Einheilung werden Titanpfosten in die Implantatkörper geschraubt. Danach werden die Restaurationen mit Dentalzement oder Schrauben an den Abutments befestigt. In Fällen mit drei benachbarten Zähnen können eventuell auch nur zwei Implantate gesetzt werden, eines an jedem Ende. Ähnlich wie beim vorherigen Verfahren werden Titanpfosten in die Implantatkörper geschraubt und Restaurationen an den Abutments befestigt. Bei dieser Vorgehensweise bietet eine implantatgestützte Brücke die gleiche Funktionalität und das gleiche Aussehen wie ein Verfahren mit drei Implantaten, mit weniger Zeitaufwand und weniger Kosten. Wenn Ihnen mehrere Zähne fehlen, kann eine implantatgestützte Brücke die beste Lösung für Sie sein. Implantatgestützte Brücken können folgende Vorteile gegenüber herkömmlichen Behandlungsoptionen bieten. Sie liefern Komfort und Stabilität. Sie sehen aus, fühlen sich an und funktionieren wie Ihre natürlichen Zähne. Ihre Nachbarzähne müssen nicht beschliffen werden, um eine Brücke zu stützen. Durch den Ersatz der Zahnwurzel tragen Sie zum Erhalt des umgebenden Knochens bei. Sie können sicher an den Implantaten befestigt werden. Sie helfen mit, Knochenverlust und Rückgang des Kieferknochens zu vermeiden. Sie können ein sichereres Kaufvermögen als herausnehmbare Prothesen wiederherstellen. Sie eliminieren wiederkehrende Schädigung und Karies um präparierte Zähne herum. Sie verbessern Aussehen und Selbstachtung. Sie erfordern jedoch eine ähnliche Mundpflege wie ein natürlicher Zahn.